Hallo ihr Liebes, freut uns wieder, dass wir ihn geschaltet haben. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs. Wir gehen auch nicht allein. Und zwar ist der Sascha dabei und seine Frau, aber die will leider nicht gesehen werden. Und der Sascha sagt jetzt, wo wir rumlaufen. Der Traumfahrt Rheingoldbogen. Die Traumschleife Rheingold. Wir wollten heute eigentlich eine Traumschleife laufen, aber warum nicht, dass Kinder bei uns auf dem Blog noch lesen. Ich war so überrascht heute Morgen, dass die zwei vor der Tür standen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich glatt zum falschen Wanderweg gefahren bin. Ja, jetzt haben wir statt 10 Kilometer ungefähr 12,6 Kilometer. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese sind, dann bleiben dran. Dann kommt mit. Eike Moje, da sind wir schon wieder. Heute haben wir uns so richtig schön hier in die Gegend verschlagen. Und wen haben wir dann unterwegs getroffen? Naja, ein Mann mit seinen zwei Hunden. Da kommt er. Eike Moje, hier ist der Sascha von Saschas Wanderblog. Heute Morgen habe ich die Tür aufgemacht, dachte, es wäre die Post. Und wer steht vor der Tür? Der Marco und die Sarah von Strauß Wanderlust. Und jetzt gehen wir hier am Rheingoldbogen einen schönen Traumfahrt. Ich wünsche euch viel Spaß. Moin, eigentlich wollte man ja auch Traumschleife laufen, aber warum so Traumfahrt war ist, dass Kinder bei uns auf dem, da hinten muss schon der Sascha lachen, dass Kinder bei uns auf dem Blog genau lesen. Also viel Spaß dann auch beim Lesen, ne? Ciao! Und wenn wir schon dabei sind, auch wenn es nicht vor die Kamera will, viele, viele Dank ans Feli, weil Feli hat das nämlich die Überraschung mächtig gemacht und was Feli auch noch gemacht hat, Feli hat uns rundherum gut gefüttert. Nee, dat is niet.
Verstand. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Sinasmo, die Tour war richtig, richtig schön. Man hat ganz tolle Ausblicke, wirklich ganz toll ins Rheintal. Das hat richtig Laune gemacht. Im Sommer allerdings ist die Tour ein bisschen knittelig, weil natürlich die Sonne volle Kanne drauf scheint und das dann, naja, für den ein oder anderen mit heller Haut, wie mich zum Beispiel, dann Sonnenbrand bedeutet. Aber ansonsten ist es eine schöne, gemütliche Tour. Die können auch mit euren Kindern gehen. Die ist halt wirklich fast kaum anstrengend und uns hat es ziemlich Spaß gemacht. Natürlich haben wir auch noch eine absolut geniale Bekleidung dabei gehabt. Die zeige ich euch nachher noch. Tja, für mich bleibt mir da nicht viel übrig zu sagen, außer sehr liebe Grüße an den Topper, ne? Weil denen muss ich unbedingt grüßen, sonst kriege ich Ärger vom und das will ich nicht. Ne? Und jetzt sage ich mal wieder bis nächste Woche, beziehungsweise bis am Samstag und tschüss. Ja, und bevor ich es vergesse und Ärger kriege, grüße ich natürlich auch erstmal den Topper. Grüß dich, Topper. Ja? Und hoffe, du kommst gesund zurück aus Irland. Und vielen Dank an die verrückten Strauß, die heute Morgen auf einmal vor meiner Haustür standen. Als es geklingelt hat, habe ich gerade der Postbote und dann standen Sarah und Marco auf einmal vor der Tür und haben mich einfach zu einer Wanderung mitgenommen. Eigentlich wollten wir einen Traum Schleife gehen, das sind jetzt, als ich so durcheinander war, jetzt hier am Traumpfad gelandet, aber der war trotzdem genial. Nochmal vielen Dank und vor allen Dingen vielen Dank auch an die Feli, die das Ganze eingefädelt hat. Mach's gut. Weil auch die Strauß sich beim Feli noch bedanken wolle. Ganz liebe Grüße an Feli, die im Hintergrund gerne bleiben möchte. Wir sind weder verhungert bei der Feli, noch haben wir irgendwas vermisst bei der Feli. Und deshalb ganz, ganz vielen Dank für die lustige Begleitung und auch den ganz tollen Mensch, den wir immer wieder durch die Feli kennenlernen. Ciao! Du bleibst aus dem Dings draußen oder kommst du noch rein? Oder? Reinkommen, wenn du willst. Gut. Wo muss er dann hin, Sarah, wenn er reinkommt? Rechts neben dich. Dann musst du kurz also das wäre also das rechts? Nee, das rechts. Das rechts? Ja, das gut. Und dann dort, wo das weiße Ding ist. Ungefähr. Gut. Ungefähr, dann stehe ich doch für Optimum. Ja, warte mal, dreh mal seine Augen noch ein bisschen runter vom Haus. Wenn er fertig ist, dann hab ich Schild. Kann ich? Ja. Sarah, kann ich?
Hallo ihr Liebe, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und da gehen wir die Tour Traumfahrt Rheinbogen, Rheingoldbogen. Da hinten kommen Leute, jetzt klappt das auch. Hallo ihr Liebe, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und da gehen wir Traumfahrt. Ich kenne das jetzt hin. Hallo ihr Liebe, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und gehen der Traumfahrt Rheingoldbogen. Das ist doch